Vergleich zwischen einem kubischen Kanonenschlag, in diesem Fall von Weko, zwischen einem ballerförmigen Kanonenschlag von Weko und einem Super Bella B von Keller. Zuerst der rote Kanonenschlag. Im Vergleich, der Super Bella B und als nächstes und letztes der kubische Kanonenschlag. Fazit: Der Super Bella B ist lauter als der Kanonenschlag. Der kubische Kanonenschlag ist von allen am lautesten. Der rote Kanonenschlag dagegen hat mehr Funkeneffekt. Das heißt, man kann nicht das Geld für den roten Kanonenschlag im Prinzip sparen, da er keinen wesentlichen Unterschied zum Super Bella B stellt.